Kamera war die ganze Zeit an? Nein. Ich mache jetzt ganz realistisch extra den Staubi aus. Für die Kamera. Guten Morning. Nudelsalat gibt es heute. Oder ist das Zwischenmahlzeit für... Ja, für Zwischenmahlzeit, ne? Nudels. Was kommt jetzt alles da rein? Nudels. Nudels auch? Ja, cool. Also Zwiebeln, Gurken, Mayo. Ich mache Mayo ein bisschen rein. Ja. Ein Schuss Senf, Paprikapulver, Salz, Pepper. Pepperwoods oder Pepper? Pepperwoods. So, und hier und sind die Nudeln. Erbsen. Ja, ich mache Erbsen. Die Nudeln und die Erbsen. Genau. Was soll ich fragen? Nein, läuft noch. Ich wollte mich fragen, was die für Nudeln nehmen. Wir nehmen immer die kleinen dafür. Ja. Nur eine große oder sowas, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Nudeln nehmt. Ja, ich habe sehr gut geschlafen, auch wenn ich nicht so aussehe. Ich habe noch Augenringe. Aber egal. Ich habe mich. Wenn ich die Ehringe trägst. Ja, die Ehringe passen mir noch nicht. Ich muss noch ein bisschen abnehmen. Ich habe mich anders hingelegt heute Nacht. Ich bin irgendwie zu dir gekommen heute Nacht. Ja, ich habe mich schon gewundert, wenn ich Platz hatte von beiden Seiten. Die Molly war gestern Abend eingeschlafen und dann bin ich zu Bernd rübergerobbt. Ja, so mal lag ich dann vorne der Etti. Und dann bin ich aufgewacht, erst heute Morgen wieder. Ich glaube, die Molly hat tatsächlich durchgeschlafen. Hat beim Calvino dann geschlafen. Nein. Ist rübergegangen. Nein. Das stimmt nicht. Das wissen die doch auch. Also hast du jetzt schlecht geschlafen? Nee, weil ich wie mich, immer geschlafen. Weil ich mich mal bei dir angedockt habe. Wie immer. Warum tut alles weh? Meistens nimmt er mich hier die ganze Nacht in Anspruch. Dann hier hochheben hinten, hochheben vorne, hochheben hinten, hochheben vorne. Das Murphy stellt sich dann immer an beim Bernd, so macht mit der Nase so, bis Bernd die Decke hoch macht, dass er da drunter kann. Dann gib ihm echt. Ja, ich habe gestern in dem Video, habe ich euch gezeigt, wie er leidet morgens, ne? So diese Stunde vorm Essen. Immer. Also leidet, ne? Der hat halt Hunger. Und dann hat jemand in die Kommentare geschrieben, sie würde das gar nicht aushalten, wenn ihr Hund so leiden würde. Sie würde ihm einfach dann geben. Aber Smurfy ist ein Beagle. Vielleicht andere Beagle-Besitzer können mal drunter schreiben in die Kommentare. Die haben immer Hunger. Ich würde es ja noch weniger aushalten, wenn er irgendwann mal fett ist und stirbt deswegen. Ja, und das ist halt wirklich... Also der hat ja jetzt schon Übergewicht. Also was ist Übergewicht? Der ist jetzt schon gut dabei. Ne? Der hat jetzt im Lockdown... hast du schon etwas zugenommen. Ne? Du hast den Lockdown-Speck. Ja. Früher waren wir ja mit ihm, oder ich halt, mit ihm im Hundeplatz... Ding da, Training gemacht und so, Hundewiese. Gehen wir jetzt auch noch Hundewiese, aber Hundeplatz ist halt zu. Und alles ist zu. Aber, ja. Und wenn wir ihm immer geben würden, wenn der Hunger hat, dann wäre der schon geplatzt. Und, ja, so sieht's aus. Die Molly ist auf dem Sofa. Die chillt hier ein bisschen mit ihrem Lieblingsteddy. Da. Er spielt sie jetzt immer mit. Also, ne, spielen in Anführungsstrichen. Die guckt den an. Manchmal greift sie auch nach dem. Ne, Männchens? Jo. Dann guckt sie sich im Spiegel an. Das ist schön, ne? Der gefällt ihr. Und der ist total praktisch, weil den kann man überall festmachen. Ne, den machen wir am Maxi-Cosi fest. Oder an deine Wippe. Überall. Smurfy, hi. Oh, ja. Fein bist du. Komm hier, Smurfy. Essen dauert noch. Komm hier. Heute ist noch schlimmer, weil Essen haben wir gestern nicht mehr aufgetaut für ihn. Jetzt ist das noch gefroren, deswegen muss er noch ein bisschen länger warten. Ja. Essig kommt auch da ein bisschen. Ach, an der Nudelsalat, ja. Ja, heute ist der Plan. Der Bernd hat ja heute frei. Langes Wochenende. Ach, Samstag ist, habe ich das, glaube ich, schon gesagt. Und wir wollen heute unbedingt diese Wohnkarte für Ungarn beantragen. Weil heute haben wir halt Zeit dafür. Und ja, jetzt gibt es Kaffee für uns. Wir frühstücken ein bisschen was. Und dann wird gestartet. Dann kann ich auch drehen fürs Auswandern Ungarn-Videotagebuch. Da habe ich ein bisschen was zu erzählen. Aber das mache ich halt in ein anderes Video. Ja.
Herr Bernd war heute Morgen spazieren. 1500 vor Christus haben solche Skulpturen getöpfert. Und da war halt ein Stapel an der Straße, sagt er. Karton. Zu mitnehmen. Zu verschenken. Und der Calvino hat gesagt, er würde gerne mal töpfern. Und in Ungarn haben wir gesagt, okay, dann können wir so eine Scheibe, mal gucken, was sowas kostet. Ein Buch aus der 50er mitgenommen. Genau, und Töpferkurs ist ja zurzeit nicht wegen Lockdown. Hat der Calvino uns angeguckt wie ein Auto. Ja, und niemand aufgeschlagen, wenn ich mal reingeguckt. Mal hier gucken, wie zum Beispiel vor 3.500 Jahren hier. Wo ist das jetzt? Damit kann man die Kinder heutzutage so nicht mehr begeistern. So was hier kann man töpfern. Dann hat der Bernd gesagt, er muss das jetzt lesen und einen Aufsatz dazu schreiben. Das war nicht, das kam nicht so gut an. Naja, nicht geglaubt. Nein, das war halt nur so Scherz. Ne? Aber ja, so ist das halt heutzutage. Da guckt man lieber Videos. Ja, und wie man Umschlag noch abschmeißen hat. Ja, genau. Ich hatte euch in einem Video erzählt, dass hier unsere Kühlschrankmagneten, die waren ja ausverkauft. Die? Jetzt sind die wieder da und wir müssen nachher noch abschicken. Wir haben Umschläge schon fertig, also die kommen jetzt alle. Nächste Woche, jetzt ist heute Samstag. Bin noch bestellt, nicht so. Ja, wir haben erstmal nicht so viele bestellt von diesen Kühlschrankmagneten, um erstmal zu gucken, ob überhaupt da jemand Interesse dran hat. Und meine Mama hat auch schon Interesse bekundet. Ja. Im Garten. Ja, die sind auch echt praktisch, gerade wenn man Kinder hat, dann die schreiben da gerne dran. Seht ihr, wir nehmen ja den Kühlschrank als Tafel. Alles, was tafelmäßig ist. Ja, die Moller. Ich muss mal eben die Fütterung vollziehen. Melden uns gleich nochmal. Warte, wir müssen mal Licht hier haben. Jetzt ist Licht. Bernd kocht uns jetzt einen Kaffee. Und ich drehe mal um. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil hier ist gerade angedockt. Wir waren jetzt voll lange spazieren. Wie lange? 3 Stunden insgesamt? Achtung, wieder? Laut. Ja, Achtung laut. Ja, wir waren 3 Stunden ungefähr spazieren, Riesenrunde und ein paar Mal sind wir die gelaufen. 2 Stunden? Ja, 2 Stunden, 20 Minuten. 2:20. Und ja, das war richtig schön. Wir haben richtig schönes Wetter bei uns. Dann sind wir reingekommen und die Morley ist sofort wach geworden, wie es so ist, ne? Jetzt macht der Bernd einen Kaffee und wir machen die Sachen für Auswanderer in Ungarn, diese Wohnkarte beantragen oder wie weit wir halt kommen. Da filme ich das jetzt aber hier nicht mit, das filme ich für ein Tagebuch Auswanderer in Ungarn und dann vlogge ich nachher wieder weiter. Jo, genau. Dann haben wir das erledigt. Ich wollte das unbedingt, kennt ihr das, wenn man was zu erledigen hat und immer sagt, das mache ich nachher, morgen, nachher. Hm? Das hast du hier. Muss, ja, aber das war jetzt so, das wollen wir schon so lange machen. Wir hatten schon einen Termin in Ungarn gemacht, das hat nicht geklappt damals und immer wieder verschoben, verschoben. Und jetzt hat der Bernd das lange Wochenende und ich will das, am liebsten hätte ich es heute Morgen direkt gemacht, damit es einfach weg ist, damit man es abhaken kann. Aber wahrscheinlich werden wir da irgendwas für brauchen nachher, was wir nicht haben und dann muss man erst darauf wieder warten. Ich könnte mir vorstellen, so einen aktuellen Auszug vom Grundbuchamt aus Ungarn, dass es immer noch unser Haus ist oder so, ich weiß es nicht. Ja, egal, wir machen das jetzt mal. Also, wir haben jetzt weitestgehend alles fertig für diesen Antrag, aber wir müssen halt noch ein paar Papiere raussuchen. Aber das macht Bernd alles dann im Laden von der Arbeit aus, weil da haben wir den Scanner zum Hochladen und so. Wir haben das jetzt vertagt. Ja. Jetzt haben wir schon ein Videotagebuch fertig, ne, für Auswandern in Ungarn. Ja, also ganz viel Videomaterial. Und das wollte ich jetzt gleich schneiden und schon mal hochladen, damit ihr das morgen sehen könnt. Das werdet ihr ja vor diesem Video sogar sehen. Genau, dann habe ich morgen wieder 2 Videos. Und ich wollte mir jetzt hier was zu essen machen. Reste. Ich habe hier Reste Reis, Reste Brokkoli und Reste Speck. Mit Bohnen und Zwiebeln. Das mache ich mir jetzt einfach in der Mikrowelle warm. Genau. Und ja, Molly und ich verbringen ein bisschen Zeit. Der Papa guckt Fußball und Smurfy ist gerade... Ey, gehst du? Smurfy, runter! Smurfy ist gerade mein Essen am Klauen. Nein, Smurfy hat hier gerade gefressen. Er ist jetzt auch satt und zufrieden, ne? Und müde bist du auch? Jetzt guckt er mich an, weil ich das in der Hand halte. Du denkst, es ist wieder voll. Ist leer. Hier, guck. Hast du gerade gegessen? Ne? Genau. Ja,
Was hast du da? Ja, gleich hast du es. Gleich hast du es. Ja. So macht den Meister, ne? Ja. Wir haben übrigens diese Tücher bestellt bei Amazon. Ihr habt uns empfohlen, weil sie so sabbert im Moment, Dreieckstücher bei Amazon gibt's hier zu bestellen. Also ich habe euch gefragt, wo am besten, und der Tipp kam halt. Unter anderem, es kam auch H&M, aber bei H&M hätte ich jetzt nur für diese Tücher dann Versand bezahlen müssen, weil sonst brauche ich nichts, weil ich habe erst bei H&M bestellt. Und die müssten jetzt die Tage kommen, ne, meine Maus? Genau, weil da kann man mal eben das Tuch wechseln einfach. Ja. Smurfy hat sich einen kleinen Stock mitgenommen. Normal darf er die nicht hier drin kaputt machen, weil dann alles voll gefetzt ist. Aber heute, weil Wochenende ist, zur Feier des Tages, darfst du das, ne? Ja, super. Während das hier mit Morli. Die Morli. Hier, ja, kommt die Maus. Du, 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 du. So entstehen seine lustigen Insta-Stories. Das ist meine erste Insta-Story, die ich überhaupt mache. Ehrlich? Okay. Also der Herr Bernd auf Instagram, wenn ihr Interesse habt. Da seht ihr die lustigen Insta-Stories. Wie sie dich anguckt. Wir machen Fratzen, sag mal. Genau. Und ich habe hier gerade mein Büro gehabt und habe hier das Auswandern-Ungarn-Video geschnitten und gegessen, was ich euch gezeigt habe. Das räume ich jetzt weg. So. Dann sind ja... Ups. Dunkel, dunkel. Dann sind ja alle glücklich jetzt. Ich muss aber noch ein bisschen weitermachen. Das Video. Und ich würde gerne heute meine Strähnen ein bisschen hier machen. Also nur ein bisschen, weil der Ansatz ist jetzt so schön rausgewachsen. Und einfach nur, dass es nicht so ein enormer Balken ist. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe, je nachdem, wie die Maus das mitmacht. Sie ist sehr... sie ist sehr anhänglich im Moment. Und die kämpft mit seinem Stock. Gespielt haben wir kurz nach 7 haben wir jetzt, ne? Achso, wo ich das gerade zumache, muss ich sagen, das ist kein BH. Wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich sehr sympathisch bin, aber immer so, ich muss nicht so leicht bekleidet immer vor der Kamera rumlaufen. Ich könnte mir ja ein T-Shirt überziehen. Und das ist halt ein Top. Das ist ein Stilltop einfach und das kann ich halt aufmachen zum Stillen. Und ja, ich vergesse manchmal den Klicker reinzumachen, aber es ist ja zu. Ja, und ich habe halt seit der Geburt total oft so wie Hitzewallungen. Dann fange ich total an zu schwitzen und dann ziehe ich mich aus und bin dann halt so. Aber ich bin ja nicht nackig. Oder ist das zu freizügig? Das ist einmal Spaghetti-Träger-Top. Ist das zu freizügig? Schreib mir mal in die Kommentare. Kommst du da drauf? Weil mir jemand in die Kommentare geschrieben hat, ich soll nicht immer im BH. Achso, ist ja egal, lass sie doch schreiben. Ja, mach ich ja. Ich will mir nur mich rechtfertigen. Ich trage keine Unterwäsche, ist doch nicht schlimm. Ich lackiere mir gerade meine Fingernägel mit dem von DM, diesen. Wo ist der? Einfach so. Da ist ja so mit Lemon und der ist so ein bisschen bläulich und wenn man einen Gelbstich hat, dann geht der weg. Und die Morli, die ist gerade so schön eingeschlafen. Die hat alleine gelegen und geschlafen, wie sich das gehört. Und dann habe ich den Stuhl so, der hat so einmal gequietscht und dann hat sie sich total erschrocken. Tja, dann war sie wach, war die Mama schuld. Oh, meine kleine Schnobelmaus, kleine Molly, Mausi am Maul. La 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 la, du kleiner Pups. La 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 la. Du solltest ein Kinderliederbuch schreiben. La la la, die schmutzigen Lieder des Pferds. Die darf man nur so lange singen, bis die Kinder verstehen, was da gesungen wird. Ja, also ich habe den Daumen noch gar nicht gemacht.
Du hast den Daumen. Ja, die Melodie ist ja immer von... Daumen hast du nicht gemacht. Von berühmten Liedern. Von meinen berühmten. Ja, und das ist so komisch. Wenn du frei hast den ganzen Tag, ja, dann denke ich, morgen ist Montag. Dabei ist morgen erst Sonntag. Wir haben noch einen Tag frei. Und heute, wo wir ausschlafen konnten, haben wir sogar bis 5.30 Uhr geschlafen. Und alle waren noch geschlafen. Also der Etti lag noch, hat uns nicht geweckt. Die Morla lag noch, die ist noch nicht rumgelaufen alleine. Sie hat auch was an. Also es sieht jetzt nur so aus, das sind nur ihre Beine. Ja, wir glauben, sie wächst. Wir glauben, sie ist wieder schwerer. Morgen beim Aufstehen wiegt sie 5 Kilo mehr. Oh, diese Morla wächst so schnell. Vino hat den Bernd schon gefragt, warum singst du jetzt immer so viel? Ja, fürs Kind. Ja, aber hat er doch gefragt, als sie spazieren waren mit Miss Murphy. Ja. Aus Corona singe ich halt ab und zu. Ja, man schuckelt auch ab und zu. Dann sagt er, wenn ich das aufhöre, das ist peinlich, wenn ich dann singe. Ja, die Texte, das wäre mir auch peinlich gewesen als Kind. Ich sehe hochintelligente Texte. Guten Tag. Und wir hatten auch, wusste ich, dass es jetzt kommt, hatten wir schon gesagt, wir machen mal einen Livestream wieder, aber ja, ich habe gesagt, das ist halt voll doof, wenn ich dann stillen muss, dann, wo sich ja schon über Spaghetti Träger top. Tiefste blank, dann still ich mit meiner Knospen. Ja. Hallo, hallo, du kleiner Schatz. Hallo, hallo, du kleiner Fratz. Hallo, hallo. Wenn du umkrempeln, dann kannst du die Hand ins Schlüsschen nehmen. Maus, die Mama stinkt. Aua. Die Mama stinkt ja nach Nagellack. Ein paar Mal abwaschen geht's. Ja, eigentlich wollte ich den Vlog nur noch beenden. Jetzt ist es wieder geendet in Erzählungen. So, ihr Lieben. Wir danken euch fürs Zuschauen und bis morgen, ne? Sag mal tschüss, Molly. Sag mal tschüss. Kannst du noch lächeln? Geht das noch? Du kannst noch lächeln! Ja! Super! Super! Ja? Ja? Erzähl mal was. Wie ist das so beim Papa abzuhängen? Ja, ist das schön? Ja. Das ist schön.